Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Jam Zockt, die zweite Folge. Und ihr seht schon, was wir spielen. Wir spielen Pokémon Rot. Ganz einfach auf den Grund, weil mir erstens nichts weiter was eingefallen ist. Und zweitens... Ja. Ich spiele nicht endlich mal Pokémon. Hab ich ja so lange mal geplant, mal irgendwas zu Pokémon zu machen. Ach. Und warum nicht die Chance nutzen und in einer Champ-Zock-Folge bringen? Ja! Und ich habe mich für die rote entschieden, weil dies meine erste Poko-Edition war, die ich jemals besessen habe. Ja, fangen wir mal an. Wir sehen Professor Eich. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Yeah, dieses Wesen... diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Jetzt fängt schon an, diese nicht lesen kann. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Ja, hast du super gemacht. Wie lautet dein Name? Na, wer bin ich denn wohl? Ich bin der... Champ, ja, der Champ bin ich. Richtig, dein Name ist Champ. Daumen hoch. Nein, lieber nicht. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war doch gleich sein Name? Schäm dich. Den Namen deines Enkels zu vergessen. Das ist... Nimm mal Gary. Ganz einfach, Gary. Gary, stimmt, das lag mir auf der Zunge. Okay. Champ, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, okay. Okay, wir sind jetzt hier in unserem Zimmer. Ja, und ich hoffe, ich habe ja am Rand den Rahmen aktiviert. Ich hoffe, er stört nicht. Ich finde es so schöner, weil das bringt mehr Farbe in die ganze Schose. Farbe. Egal. Ich schalte den PC ein. Guck mal. Natürlich gibt es natürlich einen Trank hier drin. Ja. Ach, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich dieses Spiel gezockt habe. Naja. Und ich werde hier natürlich nicht vorlesen, was die alle so sagen. Können wir ja alles sicher alles schon. Das bringt mir nicht, weil ich kann einfach rausgehen. Auch natürlich von wichtigen Personen werde ich es vorlesen. Storybedingte Person. ja. Warte! Geh nicht raus! Ja, mache ich aber nicht. Du hältst mich auf. Ja. Professor Eich! Ja, das ist das Wissen des Professor Eich. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Ach nee, du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Ne? Dann gib mir eins. Ja, komm, folge mir. Ich folge dir doch schon. Ne? Irgendwie backt es gerade ein bisschen. Egal. Schaut ja nicht. Oh, wen haben wir da? Mein Joystick ist dreckig. Opa, ich will nicht länger warten. Gary. Wo ist deine Feiertagsstimmung? Nee. Lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet. Einen Moment, ja. Hier, Champ. Dort liegen drei Pokémon. Ja, sehe ich. Haha. Ha. Wir finden sich in den Pokébällen.
Lustig, ach nee. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Also siehst du aber nicht aus. Ja, Jugend muss aber lange her gewesen sein. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Fail! Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Ja! Halt! Stopp! Nee, Opa! Und was ist mit mir? Oh, warte, der Zeit ab, Mann! Ich habe ein wenig Geduld, Gary. Man kann es auch so ausdrücken. Auch du sollst eines bekommen. Wenn, dann heißt das... Warte, Zeit ab, du! Okay, mehr sage ich nicht. Okay, jetzt haben wir 3 Pokémon zur Auswahl. Ja, brauche ich eigentlich zu erwähnen, was es ist. Wir haben... sag ich trotzdem, wir haben Glumanda! Wir haben Shiggy! Natürlich haben wir noch Bisasam! Ja, pfff. Je nachdem, welches wir nehmen, wir können euch auch noch einen Spitznamen geben. Puh, warum? Ja. Anfang tue ich immer unterschiedlich, wie ich da immer am Anfang wähle. Ich habe schon mit jedem einmal angefangen und in dem Fall nehme ich jetzt Glumanda, weil ich Glurak irgendwo am coolsten finde und deswegen nehme ich jetzt mal Glumanda, obwohl wir nicht so weit kommen werden in der halben Stunde. Champ, ja, halt Glumanda, ich halte Glumanda. Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Und wir spielen 6 Minuten, ich spiele eine halbe Stunde. Ich nehme dieses hier, ja, nimm dein Shiggy, du Shiggy. Warte, Champ. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Ja, toll. Vorweg, nein, ich bin nicht besoffen. Falls ihr das jetzt glaubt. Ach, Gary will kämpfen. Ja, Gary. Egal, komm. Das ist unser Kampfbildschirm. Kennen wir ja alle. Brauche ich ja nicht zu erklären. Ich erkläre es trotzdem, weil was soll ich sonst labern? Ja, man kann kämpfen. Kratzer, Heuler. Heuler senkt den Angriff. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Heuler senkt den Angriff. Und Kratzer ist. Na, danke zum Angreifen. Ja. Hier kann man uns Pokémon wählen. Oder bisschen tauschen, falls wir noch andere haben. Aber dann haben wir nur eins. Hier kann man Items benutzen, und dann haben wir einen Trank, und hier können wir flüchten. Im Kampf geht das natürlich nicht. Gut, dann werde ich jetzt mal... Ich versuche mal ein bisschen taktisch in die Sache ranzugehen. Heiler! Ich werde erstmal nicht die Speed-Taste benutzen. Diese hier. Der Angriff sinkt mal wieder. Und noch einen weiteren Ding in den Angriff. Oh, das ist schlecht, der nimmt Rutenschlag. Das bringt leider nicht viel, wenn man was... Da senkt meine Verteidigung mit Rutenschlag. Und deswegen, ja. Wir greifen mal lieber an. Naja, wir haben leider nichts, um seine Verteidigung zu senken. Deswegen müssen wir... Sag ich mal, draufhauen. Und bei nächster Gelegenheit... vielleicht den Trank nutzen. Noch brauche ich nicht. 2 ziehen wir momentan ab. 2 KP. Und deswegen. Oh, das war ein Volltreffer. Dann werden wir mal dran nutzen jetzt. Und ich habe ja. Eigentlich wollte ich nicht, aber ich habe wieder benutzt. Egal. Manchmal ist es halt von. Ist halt notwendig. So, Kratzer. Jetzt hauen wir ihn nach unten. Und. Oh, verdammt. Verdammt, jetzt ging die Attacke daneben. Zack. Ja, was bleibt noch zu erzählen? Ja. Wir haben Level 6 erreicht. Wir haben Gary besiegt. Gary besiegt. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Mit Peter haben wir das auch verloren. Denke ich mir. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Ja. Ja. Champ, Opa, wir sehen uns später. Ja.
Okay. Ich mag das nicht. Ja. Das war unser erster Pokémon-Kampf. Wir sind bei 10 Minuten, ne? Ah, jetzt. Mir fällt noch ein, was ich erzählen könnte. Ja. Mein lieber Bruder, der Dead by April 92 werde ich unten in der Videobeschreibung packen, ne? Hat von Pokémon Rot ein Let's Play, sag mal, gemacht. Aber kein gewöhnliches, sondern hat eine Challenge draus gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und zwar hat er. Seine Challenge war, mit nur einem einzigen Pokémon das Spiel durchzuspielen, sozusagen. Mit Top 4, etc. Bliblablub. Naja. Außer natürlich Pokémon, die fliegen können und so weiter. Hat er natürlich geholt. Und die Nutz-Pokémon, sagen wir mal, so hat er sich bloß gefangen. Für Fliegen, Stärke, etc. Aber an sich hat er bloß mit seinem Starter-Pokémon alles komplett durchspielen wollen. Als Challenge sozusagen. Ob er es geschafft hat, seht euch die Parts an. Ich finde, es war zwar sein erstes LP, dafür war es aber schon sehr gut, finde ich. Naja, jetzt gehen wir weiter. Unser erstes wildes Pokémon ist ein Taubsi. Ja. Ein Taubsi. Level 2, genau, Level 2. Ich bin noch ein bisschen müde. Und wenn ich auf die Uhr gucke, ist es 17.40 Uhr haben wir es gerade. Ich habe vor einer Stunde ungefähr Feierabend gehabt. Naja, Praktikum halt. Aber ich wollte mich um dich hinsetzen und noch was für euch aufnehmen. Und da jetzt, sag ich mal, eigentlich wollte ich ja regelmäßig Champ Zock bringen. Und naja, regelmäßig ist was anderes, sagen wir mal so. Regelmäßigkeit ist was anderes. Taubsi Level 3. Deswegen, habe ich erstmal auf die Schnelle mich für das hier entschieden. Für Champ Zock. Aber ich kann ja auch gleich mal erwähnen, was ich für eine Änderung an Champ Zock mir überlegt habe. Na? Und zwar habe ich mir überlegt, ich beziehe euch mit in diese Dingsreihe mit ein, ne? In diese Spielereihe. In diese Videoreihe nenne ich jetzt mal. Und zwar könnt ihr unten in die Kanalkommentare. Könnt ihr auch private Nachricht, Kanalkommentare oder halt jetzt in die Videokommentare unten reinschreiben, was ich zocken soll bei Champ Zockt. Oder was ich spielen soll. Was ich eine halbe Stunde lang für euch spielen soll. Ganz einfach. Eine Bedingung. Es muss ein Retro-Spiel sein. Es muss entweder Game Boy Advance, NES, die alte Sega, halt das Übliche. Bis maximal Nintendo 64. Okay, das sind die Regeln. Maximal bis Nintendo 64. Weil Nintendo 64 kann ich aufnehmen. Und das klappt auch supi, habe ich getestet. Indem ich Banjo-Kazooie aufgenommen habe, testweise, und habe auf World Champ LP ein Testvideo hochgeladen. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wie es aussieht. Ich werde natürlich auch meinen Kanal, den World Champ LP, also mich, auch in die Videobeschreibung packen. Was zwar sinnfrei ist, aber weil mich findet man auch auf meinem Kanal. Aber ist ja zur Not, damit da auch mal was drin steht. Okay, wir sind schon bei 15 Minuten und haben noch nichts geschafft. Wir sind sowas von schlecht. Ja.
Und auf dem guten World Champion gibt es ja noch viele andere Projekte. Wir haben momentan 5 Projekte am Laufen. Das wären zum einen A Link to the Past, was ich jetzt endlich beenden möchte. Es sind bereits 2 oder 3 Parts oben. Oder ich weiß nicht wie viele. Ja. 2 oder 3 Parts oben. Dann habe ich noch WWE 12 am Laufen. Was inzwischen kein Endlos-Projekt mehr ist, was am Anfang noch eins war, aber jetzt inzwischen keins mehr ist. Dann habe ich Dragon Ball Z Burst Limit gestartet. Also nicht gestartet, sondern es läuft auch schon eine Weile. Ja, Final Fantasy 13, mein erstes Projekt, ein 100% Run, läuft immer noch. Und dann habe ich noch Skyward Sword am Laufen. Ja, Skyward Sword. Ein sehr geiles Zelda, wie ich finde. Wunderschön, mir gefällt's. Lothar Bastia? Ja, ich komme aus Lothar Bastia. Ja, Professor Eich schickt mich, deine Bestellung ist angekommen. Hol das Paket ab. Ja, ja, bla bla bla, blub. Blub. Ja. Und kommende Projekte sind auf jeden Fall Final Fantasy 13 2. Einiges aus meinem Spielrepertoire. Da wären zum einen vielleicht Oblivion. The Elder Scroll Oblivion. Was ich natürlich auch schon besitze. Skyrim besitze ich leider noch nicht. Wird auf jeden Fall aber noch was zu kommen. Gothic 4, wo man es nicht Gothic 4 nennen kann, sondern eher Arcania, kommt auf jeden Fall noch. Und viele wunderschöne PlayStation 2 Titel. Da wären zum einen Final Fantasy 10, 10-2. Und vielleicht auch die 12. Vielleicht. Wenn ich bis dahin noch Let's Play. Boah. Ja. Ja, dann habe ich noch auf der German Player Zone. Auch wieder unten in der Videobeschreibung. Kanal. Link's Awakening am Laufen, wer es noch nicht gesehen hat. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Freue mich über jeden Kommentar, jeden Klick, der entweder positiv ist oder konstruktive Kritik enthält. Schreibt, was ich verbessern kann, von mir aus, wenn ich was verbessern kann. Von mir aus. Ich versuch's. Sofern ich es verändern kann. Und, naja, möchte. Ja, das spezielle Pokémon. Ja, der Gary kommt wieder. Ja. Noch was zu erzählen? Ja, kontrollieren wir mal. Lala, lala. Und. Und auf jeden Fall plane ich mir eine PlayStation 3 anzuschaffen. Und dazu das wunderschöne Spiel Tales of Xillia. Momentan leider nur für in Japan erhältlich für PlayStation 3. Ich schaue mal. Gibt aber noch viele andere schöne PlayStation 3 Titel, die ich mir kaufen möchte. Zum einen wäre da die Uncharted-Reihe, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Wo ich sehr Gefallen dran habe. Die Uncharted-Reihe, finde ich, gefällt mir irgendwie. Vielleicht das. Und da gibt es dann auch vielleicht das ein oder andere Spiel. Demnächst kommt ja Tales of. Ich. Lass mich lügen, wie heißt es? Tales of Graces F. Kommt in Europa raus. Wo ich mich schon trierisch drauf freue. Und möchte sehen, wie es. Möchte mir irgendwann ansehen, wie das ist. Für solche Spiele habe ich mir gedacht, kaufe ich mir die PlayStation 3. Es gibt wunderschöne Spiele für PlayStation 3. Ganz zum einen Hyper Dimensions, wer es kennt. Wunderschönes Rollenspiel, finde ich. Ja. Hyper Dimension. Ja.
Wobei das mit der PlayStation 3 an sich dauert noch ein wenig, weil demnächst wird der 3DS bei mir eintrudeln. 1-2 Monatchen dauert noch, weil ich habe erst 90 Euro zusammen. Und wir wissen, dass der 3DS um die 140 Euro kostet. 2-3 Monatchen dauert es noch. Na, mit zwei Monaten maximal. Mario Kart 7 habe ich ja schon. Diesbezüglich wird auch noch was in dem Unboxing zu 3DS kommen. Soll ich noch was erzählen? Was ich jetzt nicht erzählen werde, weil es sprengt uns den Rahmen. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ja. Und ja, ich kann auch mal was zu was anderes. Das gehört zwar eigentlich jetzt nicht direkt hier rein, weil es ist. Weil das hier im Retro-Spiel eigentlich geht. Aber, naja. Was soll ich sonst erzählen? Ich habe ja ein Unboxing gemacht, wo ich Mario Kart 7 und Assassin's Creed Brotherhood ausgepackt habe. Ja! Und Assassin's Creed Brotherhood ist. Oder Assassin's Creed allgemein ist das Thema jetzt mal, was ich noch ein bisschen was erzählen möchte. Ich habe sowohl den ersten Teil als auch Brotherhood angespielt. Den ersten Teil habe ich, naja mal, schon ein bisschen mehr gespielt, als, sage ich schon, zur Hälfte, sage ich mal, durch. Das sieht man ja kaum von dem Spiel. Weil, über Pokémon willst du da groß machen. Ich finde Assassin's Creed 1 ein sehr gutes Spiel. Zu Brotherhood kann ich noch nicht viel sagen, weil ich es nur ganz kurz gespielt habe, aber was ich gesehen habe, ist Bombe. Genial. Auf jeden Fall werde ich mir irgendwann noch den zweiten Teil und Revelations holen. Ja. Diese Spieleserie möchte ich komplett haben. Auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch? Ja, ich habe auch den Trailer schon zu Assassin's Creed 3 gesehen. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich finde, wenn alles so ist wie in Brotherhood oder in Revelation, was ich in einigen Let's Plays gesehen habe, oder Gameplays und etc. Wenn alles so bleibt, nur Grafik schön aufgehübscht, nur gut, Grafik aufgehübscht, grafisch kann ich auch mal eigentlich so lassen. Ich kann nicht viel zu an sich sagen. Ich finde, es soll. Na gut, Story wurde ja mit Revelations schon abgeschlossen. Es könnte. Schön wäre es, wenn es mit Revelations noch. Sagen wir mal. Eine neue Story erzählt, sagen wir mal. Würde mir zumindest persönlich gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich an Assassin's Creed 3 bei Assassin's Creed 3 haben wollt. Genau. Ja. Gut hier. Naja, das war's dann auch schon wieder. Mit Assassin's Creed? Ja. Ja. Und da wir. Jetzt kommen wir zum Thema Pokémon auch noch. Ja, ich lache ein bisschen, weil ich finde das lächerlich, weil angekündigt wurde, zumindest, oder ich habe von Gerüchten gehört, dass es Pokémon Schwarz und Weiß 2 geben soll. Ich persönlich finde, was soll das? Also, nee, man kann auch mehr Innovativität reinbringen in die ganze Schose. Aber man merkt ja, es wird ja immer schlimmer. Smaragd? Oder ging ja noch. Gold, Silber, ja. Das war alles wunderbar. Diamant, Perl. Alles schöne Namen. Wobei Diamanten, Perl, habe ich nicht so lange gespielt und gefiel mir auch nicht so besonders. Ja. Platin, ja. Habe ich nie gespielt, weiß ich nicht. Ist aber so ähnlich wie Diamant und Perl, ist klar. Ein bisschen verändert.
Dann haben wir Heart Gold und Soul Silver. Wieder ein sehr schönes Remake von der Goldenen und Silbernen. Finde ich zumindest. Dann hatten wir noch... ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Ich sollte mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, dann hatten wir noch... Ja, dann hatten wir Schwarz und Weiß. Ich erwähne jetzt extra nicht diese Neben, wie Rangers und so weiter. Die erwähne ich jetzt nicht. Oder Mystery Dungeon. Da hatten wir Schwarz und Weiß. Wie ich finde, die Animation im Kampf war sehr gut gemacht. Die Animation im Kampf. Wunderbar. Schön gemacht. Ich hab's bloß nicht sehr oft gespielt, weil... Pokémon ist nicht mehr so das, was ich... Naja, gerne spiele. Bis auf die alten Pokémon, die lege ich gerne nochmal ein. In Game oder so ähnlich. Aber sonst, ja, nichts mehr. Was soll ich noch dazu sagen? Naja. Aber mit den Namen hätte man ruhig innovativer sein können, sagen wir es mal so. Ja. Wir sind bei 5 Minuten. Ja, wir gehen in Latania weiter. Er hätte innovativer sein können. Schwarz und Weiß 2 ist... Boah, naja. Nicht gerade einfallsreich. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Nicht gerade einfallsreich. Naja. Mein Bruder hat Schwarz und Weiß... Hat Schwarz sehr oft gespielt. Hat mein Spielstand quasi vorangetrieben. Sagen wir es mal so. Aber, naja, aber ist ja egal. Viel kann ich dazu an sich nicht sagen, weil ich habe es nicht lange gespielt. Man hätte einfach mehr Innovativität in den Namen rein, also. Gut, man muss nicht solche Sachen wie Pokémon, Regenbogen, habe ich mal in den Kommentaren bei irgendjemandem gelesen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Weiß ich echt nicht. Ich glaube, das war sogar... Die gute Jasmin. Ich werde Jasmin Hardy. Egal. Naja. Hoffentlich vergesse ich am Ende nicht die ganzen Dinge, die Dings zu schmeißen. Jasmine Hardy hat das, glaube ich, sogar unter einem Video geschrieben, genau, das weiß ich noch. Wegen Pokémon Raymond oder so. Ja, egal. Vergessen wir die ganze Schose. Ich finde, braucht einfach mehr Innovativität, die Namen setzen, das ist... wäre angebracht. Oder einfach ganz aufhören, weil... wir haben über 600 Pokémon, Leute. Ich bitte euch. Es wird doch wohl reichen. Ich komme jetzt schon nicht mehr klar. Ich habe schon bei den 150 kaum klar mit allen. Und jetzt diese neue, die ganzen Sachen mit denen, also EP-Zeug, neue Edition ist es ja so, kriege ich nun mal Kumanda. Ja, eine Fusion aus Glumanda und Kukuna. Kumanda. Ja, diese, wisst ihr, was ich meine? Dieses EP-Training, dieses spezielle Training auf gewisse Sachen, auf Angriff oder Verteidigung, das ist, ich finde das der größte Mist, sage ich euch ganz ehrlich. Ich will Pokémon so spielen, wie es ist, sag ich mal. Beim Levelaufstieg konstant das steigt, was für den Levelaufstieg steigen soll. Wie es hier in Rot, Blau, Gelb, Gold und Silber. Ich glaube, das ging ab Smaragd und so weiter, ging das ja los. Den Trainerkampf schmeiße ich hier noch rein. Ganz einfach, weil ich so lange hier nichts gebracht habe. Gebe ich euch mal eine etwas längere Folge, aber an sich nur eine halbe Stunde. Auf jeden Fall, so eine Edition wie Pokémon Rot und so weiter, vom Aufbau her, ist mir lieber als stundenlanges Training mit einem Pokémon
um nur eine einzigen Sachen zu trainieren, einen Angriff oder so ähnlich. Ich finde, das ist zwar irgendwo, ja, ein kleines bisschen realistisch, wenn man Pokémon auf Angriff trainieren kann oder auf Verteidigung und etc. Bliblablub. Aber, naja, dass man, also guck mal, für ein bestimmtes Pokémon dort Punkte kriegt und für da Punkte kriegt beim Levelaufstieg, ist ja, nee. Das ist genau das, was ich nicht mag. Ganz einfach. Ja, und ich erwähne es lieber gleich noch hier am Ende, weil ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ich spielen soll, was ich zocken soll. Was. Egal was. Hauptsache Retro. Bitte kein DS-Spiele. Weil DS gehört schon ein bisschen mit zu Retro, wie ich finde. Keine DS-Spiele, keine GameCube-Spiele, keine PlayStation 2-Spiele. Kein gar nichts. Alles nur, was ich mit Emulator aufnehmen kann, weil mit dem DS-Emulator habe ich noch keine, sag mal, Aufnahmeerfahrung, sage ich jetzt mal so. Weil ich keine. Mir fehlt einfach bei meinem PC die Leistung dafür. Ganz einfach. Und deswegen möchte ich keine DS-Spiele mitmachen. Obwohl es da schöne Spiele gibt. Ich habe zum Beispiel mir mal Tales of. Wie nicht, wie das heißt. Ignorance oder so ähnlich. Ist nur in Japan erhältlich gewesen. Mal testweise runtergeladen, um zu testen, wie es ist. Wenn dieses Spiel eine Europa-Release hat. Hätte. Was für die Blub. Würde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Weil es ist ein schönes Spiel, mir gefällt's. Naja, hier mache ich dann Schluss, weil wir sind schon drüber über der Zeit und ich habe die Uhr auch später angemacht und deswegen mache ich jetzt. Hier auf meiner Uhr steht momentan 31, also 32 Sekunden, Minuten. Ich mache jetzt Schluss und dann wir werden sehen, was in der nächsten Top-Folge kommt. Wie gesagt, ihr entscheidet. Und bitte! Noch vorweg, ich sag das jetzt noch gleich. Keine Sachen doppelt nennen. Wenn jemand das schon genannt hat, was ihr, sage ich jetzt mal, wollt. Zum Beispiel Pokémon Smaragd. Dann gibt diesem Kommentar einen Daumen hoch. Dann werde ich den besseren Überblick haben, wer was am meisten wer da sein soll. Was die meisten wollen. Punkt. Okay, dann wir sehen uns beim nächsten Champ zockt. Let's Play, etc. Bliblablub. Egal wo, egal wann. Facebook oder so ähnlich. Facebook-Link werde ich auch nochmal reintun in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ciao. Wir sehen uns irgendwann mal. Ciao. Ciao. Sag ich noch 30 Mal. Ciao.